Hi Westwing, herzlich willkommen. Ich bin Henry und ich zeige euch heute mein Zuhause in Berlin. Ich wohne hier zusammen mit meinem Mann und meine beiden zwei kleinen Dackel, Bacchus und Edefix. Und zusammen haben wir diese Wohnung geschaffen. Wir haben die Wohnung komplett kernsaniert, vor anderthalb Jahren. Und haben versucht, einen Ort zu schaffen, wo man richtig ankommen kann. Und durch den Stil, den wir jetzt hier kreiert haben, den Scandinavian Twist, ist das sehr, sehr gut gelungen. Bei der Einrichtung haben wir sehr konkret geachtet auf klare Formen. Viele Rundungen sind dann zurück bei uns in unsere Möbel und eben auch, dass es frei ist im Raum, also dass Energien freien Lauf machen können und vor allem, dass es nicht zu voll ist in einer Wohnung, weil das bringt auch Unruhe und durch unsere Farbtöne, die wir gewählt haben, passt das alles sehr gut zusammen. Alles ist in einem beige Sandton gehalten, das resultiert in eine extreme Wärme, die es ausstrahlt. Dadurch kommt man sehr, sehr gut an, auch in unsere Wohnung. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall, investiere in Accessoires, die komplettieren den Stil, das Interieur, mit Büchern, Kaffeetablebuchs, mit schönen Lampen, sehr wichtig auch. Guck ruhig auch in Vintage-Läden oder in Antiquitäten-Shops. Da findet man stellenweise auch sehr, sehr schöne Sachen. Und manchmal muss man einfach auch richtig Research betreiben auf dem Internet. Das haben wir nämlich in dieser Wohnung auch gemacht. Wir haben Lampen aus Australien, Lampen aus Frankreich. Und jetzt nehme ich euch mit in mein Schlafzimmer. Wie ihr sehen könnt, ist dieses Schlafzimmer auch in die gleiche Farbpalette gehalten wie schon das Wohnzimmer. Skandinavienstil, zurückhaltend und ein richtiger Ort der, naja, der Ruhe, wo man ankommen kann, wo man so richtig einfach schön einschlafen kann sozusagen. Es ist in der Tat so, dass es sehr, sehr, sehr aufgeräumt ist. Und ich denke, das ist auch wieder ein Charakterzug, den man zurückfindet in unsere Wohnung. Wir sind aufgeräumt, clean. Nur so kann man auch, naja, die Ruhe behalten in seiner Wohnung. Und ich denke auch, eben auch, weil wir auch natürlich viel in Homeoffice arbeiten, ist es sehr wichtig, dass man einen aufgeräumten Platz hat, wo man strukturiert wohnen und arbeiten kann. Wie ihr vielleicht schon in einem der Shots gesehen habt, haben wir ein Glaswand zwischen Wohn- und Schlafzimmer. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir ein großzügiges Charakter schaffen wollten. Ein Loftstil. Ist vielleicht ein bisschen offen? Ja, ist so. Wir haben dazu noch Gardinen dahinter gemacht, sollte wir dann wirklich ein bisschen mehr Privatsphären haben. Oder wenn wir Besuch haben, die nicht unbedingt unser Schlafzimmer sehen sollten, machen wir die Gardinen zu und sieht es fast aus wie eine Wand. Jetzt nehme ich euch mit zu meiner Küche, wo ich auch viel Zeit verbringe und natürlich mit meinem Hund und mit meinem Mann. Wir kochen hier eigentlich ganz geregelt, muss ich sagen. Es sieht wahrscheinlich nicht so aus, weil es wie der Rest immer sehr, sehr blitzeblank aussieht. Das ist nicht mehr meine Sache, aber das macht eher mein Mann. Der ist nämlich sehr, sehr sauber. Wichtig in der Küche ist, für uns war das in diesem Fall, dass da auch Symmetrie herrscht. Also man sieht auch, die Geräte spiegeln sich an beide Seiten. Wir haben jetzt natürlich eine sehr zurückhaltende Küche an Fronten zu sehen. Und um trotzdem ein Highlight zu setzen, haben wir uns entschieden für einen, naja, einen etwas lebhaftigeren Stein für die Insel. Die Farbtöne, die in der Stein zurückzufinden sind, findet man natürlich auch wieder zurück in unser Interior. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann jetzt nicht irgendwie in ein wildes Grün gehen, wo, wenn das nirgendwo zurückkommt im Interior. Der Essbereich ist direkt nebenan vor der Küche gelegen und ein Ort, wo wir mit vielen Leuten sitzen können und ein leckeren Essen, leckeren Dinner oder Mittagessen brunchen können. Und für uns war es wichtig, dass, naja, viele Leute Platz nehmen können an den Tisch. Deswegen haben wir einen ziemlich großen Tisch. Mindestens 6 Personen können jetzt hier schon sitzen. Und direkt vor unserem Balkon, auch wenn wir im Sommer zum Beispiel abends später wird mit Freunden, hat man die Balkontüren auf.
hört man draußen die Vögelchen zirpen und genießt man hier das Essen. Wenn man bei uns eingeladen wird zum Abendessen, dann sorgen wir immer dafür, dass natürlich üppig gekocht wird, dass leckere Weine vor Ort sind, dass Champagner da ist und natürlich auch, dass der Tisch schön gedeckt ist. Also für uns ist es immer wichtig, dass Freunde oder Gäste sich bei uns immer sehr wohl fühlen und willkommen fühlen. Und jetzt zeige ich euch meinen absoluten Lieblingsplatz, und zwar ist das der Balkon, wo man herrlich im Grünen sitzen kann. Und ich jeden Morgen mein Käffchen genieße und abends nach der Arbeit herrlich auch mal sitze mit einem Gläschen Wein und man einfach den Tag ausklingen lassen kann. Das Tolle an diesem Ort, also unser Balkon, ist, dass es eben mitten im urbanen Berlin so eine ruhige Oase ist für unsere Wohnung. Und wir finden es einfach herrlich, wenn wir abends sitzen oder morgens eben ein Käffchen trinken zum Frühstück oder unser Frühstück genießen, abends ein Gläschen Wein trinken, um den Tag ausklingen zu lassen. Wenn man mitten hier im Grünen sitzt, den Vögelchen zuschauen kann, die Eichhörnchen zuschauen kann, es einfach was Tolles ist, was man nicht erwarten würde, wenn man mitten in Berlin wohnt. Und für uns ist es was Tolles und es ergänzt diese Wohnung auf einzigartige Art und Weise. So, ihr Lieben, und jetzt nehme ich euch mit zum Badezimmer. Da haben wir uns besonderes Mühe gegeben. Und wenn euch aber unser Einrichtungsstil sehr gut gefällt, dann könnt ihr uns natürlich einfach nachshoppen. Also shoppt den Look bei Westwing. Wie ihr sehen könnt, haben wir auch hier wieder auf ruhigere Töne gesetzt. Wir haben mit viel Glas gearbeitet, um Trennwände zu kreieren zwischen Bad, Dusche und Toilette. Unsere Auswahl ist hier gefallen auf ein geribbeltes Glas, um so einen speziellen Effekt oder das gewisse Etwas zu kreieren im Bad. Die Fliesen und die Bodenfliesen und generell die Farben in unser Bad sind wieder ganz zurückhaltend in einen Farbton gehalten, so sandig. Zum Flur haben wir auch das geriffelte Glas zurückkommen lassen, um im Flur selbst, weil wir da keine Fenster haben, genügend Licht zu haben. Es ist immer wichtig, wenn man Räume hat in seiner Wohnung, wo kein richtiges Tageslicht reinkommt, dass man in die Türe Glas reinbringt, um trotzdem Licht in einem Flur oder in einem Raum zu bringen, wo kein normales Tageslicht kommen kann. So, ihr Lieben, das war's für jetzt. Wenn ihr noch mehr Inspirationen und Neuigkeiten erfahren möchtet, dann abonniert doch einfach den Westwing-Kanal. Für mich war's jetzt. Ich habe mich sehr gefreut und wir sehen uns nächsten Mal. Tschüss, ciao.